Am Fliegerhorst Hinterstößer in Zeltweg finden pro Tag im Schnitt zwischen 70 und 100 Flugzeugstarts und Landungen statt. Koordiniert werden diese, wie auch in der zivilen Luftfahrt, von den Fluglotsen im Tower. Delta November Golf India cleared Polonia. Initially flight level 120, Filak 1 Delta Departure, Squawk 7117. Die Unterschiede zur zivilen Luftfahrt sind dahingehend, dass wir nicht so einen planbaren Verkehr haben. Das heißt, es kann sein, dass in kurzer Zeit 6, 7 Maschinen da sind und dann wieder mal nur 1, 2. Und der große Unterschied liegt einfach in den verschiedenen Luftfahrzeugtypen, in den unterschiedlichen Geschwindigkeiten. Natürlich ein Eurofighter, der extrem hohe Geschwindigkeiten hat, auch im Endanflug. Und davor vielleicht ein PC-7, also eine Turboprop-Maschine, die dementsprechend langsam ist. Du musst dir vorher überlegen, wie bringst du den ersten rein oder wie schaust, dass die Sequenz aufbaust, sodass sie auch mit so wenig Verzögerung als möglich alle sicher landen können. Und natürlich die Einsatzfliegerei, die wir haben, sprich die Einsatzbereitschaft mit Eurofighter als aktive Luftraumüberwachung, ist natürlich auch eine Geschichte, die in der zivilen Fliegerei nicht so das Thema spielt. Weil wenn ein Alarm reinkommt, dann müssen wir schauen, dass wir den Flieger geordnet und sicher ohne Zeitverlust rausbringen. Konkret muss ein Pilot sofort nach der Alarmierung durch die passive Komponente der Luftraumüberwachung in den Eurofighter und nach wenigen Minuten muss er in der Luft sein. Der Tower koordiniert dann den Flug, damit das Flugzeug in kürzester Zeit den unbekannten Eindringling erreichen kann. Dann kriegen wir die Information, in welche Richtung muss er gehen, wie hoch muss er sein. Das heißt, das wird dann von unserer Seite wieder flugsicherungstechnisch durchkoordiniert. Das heißt, wir schauen, dass der Luftraum, wo sie hin müssen, so weit frei ist, dass die mit ihren Mindestabständen dort durchkommen, werden dann an die Kontrollzentrale übergeben, wenn er bei uns gestartet ist. Und dann wird der für den Einsatz an den Radarleitoffizier übergeben. Der Radarleitoffizier führt dann das Einsatzmittel Eurofighter zu dem Ziel hin, um den zu identifizieren, um den aufmerksam zu machen. So, da passt was nicht. Und sehr oft passiert es eben dann, spätestens wenn der Eurofighter irgendwo neben der Tragfläche hängt, kommen sie auch wieder auf die Frequenz. Und solche Einsätze haben wir halt alle 8 bis 10 Tage. Beim Abfangen, das man auf diesen Aufnahmen sieht, deutet der Eurofighter mit dem Wackeln der Flügel, dass ihm das Flugzeug folgen soll. Das Gegenüber bestätigt dies ebenfalls mit einem solchen Wackeln. Meistens dringen solche Abfangeinsätze nicht an die Öffentlichkeit. Ein prominentes Beispiel gibt es aber aus dem Jahr 2003. Sehen Sie vielleicht an den Aufmarsch der US-Amerikaner für die Operation Iraqi Freedom 2003. Hier war es immer wieder erforderlich, ja, die Kontrolle der Luftfahrzeuge, die den österreichischen Luftraum passiert haben, durchzuführen. Hier haben andere Streitkräfte versucht, Kampfflugzeuge im Schatten größerer Maschinen über den österreichischen Luftraum zu transportieren, damit eigentlich der österreichischen Neutralität zuwiderzuhandeln. Und die Luftraumüberwachung hat genau diese Bewegungen besonders überwacht, abgefangen und dann auch aufgedeckt. Doch wie steuert der Pilot ein solches Abfangmanöver? Wir bekommen das Szenario am Eurofighter-Simulator in Zeltweg erklärt. Die Piloten müssen regelmäßig hier trainieren, da Extremsituationen geübt werden können, die im echten Flugzeug in der Luft nicht möglich sind. Zum Beispiel Triebwerksausfälle. Der Plan ist jetzt, dass in großer Höhe ein Flugzeug abgefangen wird. Kann hier mit den Bordsystemen mit Radar detektiert werden. Sehr viele Daten werden bereits übermittelt. Und das Flugzeug kann relativ einfach angesteuert werden. Und mein nächster Auftrag ist, das Luftfahrzeug zu identifizieren, die Kennung abzulesen und gegebenenfalls Kontakt aufzunehmen. Wir dokumentieren diese ganzen Abfangmanöver natürlich auch mit einer Kamera, die sich im Luftfahrzeug befindet, um hier quasi Beweismaterial auch zu sichern. Und wenn dann der Auftrag dementsprechend erfüllt ist,
kommen, das eingestellte Luftfahrzeug wieder verlassen. Am Simulator können sich die Piloten auch mit verschiedenen Kunstflugfiguren vertraut machen, selbst wenn die enorme G-Belastung des Eurofighters hier nicht spürbar ist. Die ersten Auswirkungen dieses Versackens von Blut aus dem Kopf ist, dass man einen sogenannten Tunnelblick bekommt. Dabei sieht man einfach in der Peripherie nicht mehr das wie im normalen Leben, sondern eben dieser erwähnte Tunnelblick kommt, und wenn die G-Belastung dann weiter anhält und man nicht imstande ist, diese durch eine Atemtechnik, durch Pressatmung bzw. Muskelanspannen im Bauch und in den Beinen zu behalten, dann kommt es zum sogenannten Grayout. Dabei ist man noch bei Bewusstsein, allerdings sehen tut man mehr oder weniger nichts mehr. Und die nächste Folge wäre dann, dass der Körper bewusstlos wird. Während des fünftägigen Weltwirtschaftsforums in Davos sind mehr als 1.100 österreichische Soldaten sowie 35 verschiedene Flugzeuge und 11 Hubschrauber im Einsatz. Der Kommandant des Radarbataillons sieht täglich bei den verschiedenen mobilen Radarstationen nach dem Rechten, um sicherzustellen, dass das Netz zusammenarbeiten kann. Denn während des Gipfels in Davos müssen alle Täler mit Flugfunk bedeckt sein. Das stellt nicht nur aufgrund der extremen Witterungsbedingungen eine Herausforderung dar. Wir befinden uns hier auf einer Flugfunkstellung südlich von Feldkirch. Wir haben hier mobile oder verlegbare Flugfunkanlagen aufgebaut und verdichten damit das militärische Flugfunknetz. Es ist schon eine Schwierigkeit, im Winter hier heraufzukommen, aber trotzdem müssen diese Anlagen bewacht werden, weil wir doch geheime Schlüssel verwenden. Und die müssen einfach, oder die bedürfen eines gewissen Schutzes. Alle Anlagen hier oben sind bewacht und können nicht so einfach von jemandem betreten werden. Die Flugverbotszone befindet sich bis 25 nautische Meilen im Radius rund um den Veranstaltungsort. Sie wird angeordnet, um zu verhindern, dass ein Flugobjekt sich beabsichtigt oder unbeabsichtigt nähert und Schaden anrichtet. Der schlimmste Fall wäre nämlich ein Terrorangriff, der denkbar wäre mit einem Luftfahrzeug, dieses ausüben könnte. Es geht aber auch um das, dass zum Beispiel unaufmerksame Luftraumnutzer in diese Flugverbotszone einfliegen könnten und doch für gehörige Aufregung sorgen könnten. Wir sind dazu da, um genau diese Dinge zu verhindern. Wir wollen niemanden fliegen lassen in dieser Flugverbotszone, den wir nicht kennen und den wir nicht wissen, wer das ist und was der für Absichten hegt. Das ist unsere Aufgabe. Und in St. Johann im Bongau, in der Einsatzzentrale, wird dann entschieden, was mit so einem Flugziel zu geschehen hat. Am Fliegerhorst in Hörsching ist es soweit. Für Flugschüler Philipp steht sein erster Kunstflug auf einem Jet bevor. Nach einer umfangreichen Vorbereitung und einem Briefing mit dem Fluglehrer finden im Cockpit die letzten Checks statt. Grundsätzlich jetzt mal anschnallen, alles verbinden, was wichtig ist, mit dem Fallschirm, Helm aufsetzen, Sauerstoff anschließen. Und dann werden einfach nochmal im kompletten Cockpit alle Checks durchgegangen, sodass man die ganzen Instrumente, die man benötigt für den Flug, dass die alle einwandfrei funktionieren, dass man wirklich den Flug sicher durchführen kann. Am Anfang ist es gewöhnungsbedürftig, natürlich ein bisschen eng, aber je öfters man fliegt, desto mehr kommt man da rein. Und man ist da meistens wirklich drinnen, das heißt, die Checks hat man im Kopf, man kontrolliert es mit der Checkliste, geht es durch, man blendet eigentlich alles wirklich aus und konzentriert sich wirklich nur darauf. Und bis man wirklich erst realisiert, dass man fliegt, ist man schon in der Luft, weil man sich sonst eigentlich auf das Restliche konzentriert, dass da wirklich alles geordnet abläuft, dass man da ja keinen Fehler macht. Der Flugschüler hat solche Flüge bisher nur auf Propellermaschinen absolviert. Nun fliegt er mit der Saab 105, einem Düsenflugzeug, das eine Höchstgeschwindigkeit von bis zu 970 km/h erreichen kann. Die Belastung kann bis zu 6G, also das Sechsfache des Körpergewichts, betragen. Die Maschinen sind 49 Jahre alt. Im Jahr 2020 endet ihr Normflugbetrieb. Der Kunstflug dient beim Militär dazu, an die Leistungsgrenzen zu fliegen und das Flugzeug in solchen Situationen zu beherrschen. Philipp hat sich mit seinem Job als Militärpilot einen Kindheitstraum erfüllt. Ich bin früher oft mit dem Rad unterwegs gewesen und da ist es ideal, rausfahren zum Flughafen und sich eben dementsprechend immer die Flieger anschauen. Und früher hat man auch oft gesehen, die Militärflieger, die dort gelandet sind. Und ich war nicht immer allein, mit Freunden auch rausgefahren. Und da haben wir auch schon geredet, dass wir uns dafür interessieren wollen. Und dass wir haben uns irgendwann einmal sogar ausgemacht, dass wir es beide probieren werden. Wir waren dann auch beide eben in dieser Schule.
Und das hat dann eben dementsprechend super funktioniert mit der Militärfliegerei. Also da bin ich auf jeden Fall sehr froh, dass ich da reinkommen bin und dass ich es eben bis hierher jetzt so geschafft habe. Der Umstieg auf ein neues Flugzeug, in dem Fall der erste Jet für den Flugschüler, ist natürlich eine große Herausforderung. Einerseits die Aufregung zu Beginn, es ist was Neues, man kennt es nicht, man ist in größeren Höhen unterwegs, dann hat man ständig die Sauerstoffmaske auf, was bei der PC-7 auch nicht ist. Das sind alles neue Aspekte, die sicher mental den Schüler belasten und eine Nervosität hervorrufen. Andererseits ist natürlich am Jet die Belastung höher, die Belastung länger, über einen längeren Zeitraum, gerade beim Kunstflug, wo man längere Zeit mit großen Belastungen umgehen muss und auch mit den körperlichen Reaktionen umgehen muss, eine große Herausforderung. Man gewöhnt sich natürlich mit der Zeit daran, aber die ersten Flüge sind da sehr aufregend für die Schüler. Philipp absolviert seinen ersten Kunstflug trotz Aufregung gut. Er hat bereits eine mehrjährige Ausbildung hinter sich. Nach einer 7-monatigen allgemeinen Ausbildung zum Thema Fliegerei dauert die weiterführende Ausbildung zum Einsatzpiloten, je nach Flugzeug- oder Hubschraubertyp, weitere 2 bis 4 Jahre. Für den Eurofighter muss schließlich noch eine eigene Ausbildung in Deutschland oder Italien abgeschlossen werden. Der Flug war sehr schön, anstrengend war es eben aufgrund der ganzen Kunstflugfiguren. Die verschiedenen Belastungen habe ich jetzt selber gespürt. Am eigenen Leib und ja, wenn man da 25 Minuten Kunstflug im Übungsraum macht, dann spürt man das und man schwitzt sehr viel. Jetzt, nachdem alles abgestellt ist, die Checks alle gemacht sind, spürt man, wie es auf einen einwirkt, dass der Flug doch anstrengend ist. Und ja, jetzt muss ich mal kurz erholen, ein bisschen was trinken und dann soll es wieder gehen. Er hat die Werte an und für sich schon sehr genau eingehalten. Ein paar Schwierigkeiten noch in der Belastung, gerade Looping und so weiter, dass man da wirklich kontinuierlich die Belastung aufrechterhält. Dadurch haben wir ein bisschen mit der Geschwindigkeit, mit der Mindestgeschwindigkeit gekämpft, aber das ist im Laufe der Übung auch schon deutlich besser geworden und die Figuren werden ja in den nächsten Übungen auch noch einmal geflogen und da kann die Fehler dann sicher nur ausmerzen. Aber für den ersten Kunstflug ist das schon tadellos gewesen. Kamerad Martin bereitet sich unterdessen auf seinen ersten Kunstflug mit dem Jet vor. Er ist seit 4 Jahren in der Ausbildung. Die Erinnerungen an seinen ersten eigenen Flug als Pilot haben einen prägenden Eindruck hinterlassen. Ja, das war natürlich nervös, positiv nervös. Also es war keine Angst, sondern positive Nervosität. Und dann natürlich hat man ein Lächeln im Gesicht. Und ja, der Puls ist etwas erhöht, sage ich jetzt einmal vorsichtig. Na, es war schon ein Wahnsinnsgefühl. Ja, das kann man eigentlich nicht wirklich fassen, bis man das erste Mal dann in einem Flieger sitzt, bis man das erste Mal in der Luft ist. Und erst dann ist es langsam begreifbar, was man da eigentlich geschafft hat und welchen Privileg man hat, dass man sowas machen darf. Natürlich, so wie es jetzt in Filmen wie Top Gun ist, ist es auf keinen Fall. Also das ist eine Illusion. Aber natürlich denkt man selber im Vergleich zu den anderen, mit denen man die Auswahl macht, ist man konkurrenzfähig, kommt man mit dem anderen mit. Aber man ist bei den anderen nie im Cockpit dabei. Man kann nur das erzählen oder hören, was die anderen einem sagen. Und man muss selber selbstbewusst sein, seine Leistung bringen. Und wenn man das sagt, was man kann, dann sollte eigentlich der Weg ins Cockpit gegeben sein. So wie bei Piloten üblich, haben auch die beiden Flugschüler bereits Spitznamen. Martin heißt Garfield. Ja, der Garfield, der ist ein bisschen Entwurf von mir, eine Idee von mir, aber auch von den anderen. Erstens einmal bin ich auch eher, glaube ich, ein ruhiger Typ, gemütlich und ja, Lasagne schmeckt mir jetzt auch gut. Damit die Piloten des österreichischen Bundesheers tagtäglich in die Luft steigen können, ist im Hintergrund ein umfangreiches Team an Technikern notwendig. Alleine für den Eurofighter sind mehr als 100 Personen tätig, die sämtliche Kontrollen, Wartungen und Modifikationen direkt im Zeltweg durchführen. Sandro, bitte einmal kurz die Schraubensicherungen kontrollieren. Dankeschön. Passt alles. Danke. Das ist der Eurofighter.
der bei uns in Erwartung ist für die größte Flugstundenkontrolle, das ist eine 1000-Stunden-Kontrolle. Da schauen wir sämtliche Deckel an, die beim modernen Kampfflugzeug alles aus Kohlefaser ist. Ist das einzige Kampfflugzeug gewesen damals, das komplett in Kohlefaser gebaut worden ist. Da sieht man die Klimaanlage. Der kann genauso heizen und kühlen, dass es der Pilot komfortabel hat. Des Weiteren sehen wir da dann die Bordbewaffnung. Da ist normalerweise die Bordkanone drinnen, die wir auch hier warten. Die ist gerade ausgebaut und wird von der Waffencrew instand gesetzt. Die ganze Fläche ist Tank und da im Rumpf befindet sich der Tank. Da unten sehen wir das Fahrwerk, das Landestöße von weit über 300 km/h abfängt. Und weiter hinten sehen wir dann schon die Triebwerke, die gerade ausgebaut werden oder ausgebaut sind für die Wartung. Die bauen wir nächste Woche wieder ein und beginnen dann mit dem Bodenprüflauf. Wie lange dauert so eine Wartung? Die Wartung dauert circa 4 Monate bei der größten Wartung und in hoffentlich 14 Tagen sind wir wieder fertig. Der Eurofighter ist bis zu 23 Tonnen schwer und 150.000 PS stark. Die Techniker haben große Verantwortung und müssen für die Sicherheit im Flugbetrieb sorgen. Eine Mahlzeit. Wie schauen wir aus bei der Wartung? In 14 Tagen hätten wir geplant, dass wir den Testflug anmelden können. Nächste Woche bauen wir die Triebwerke ein und machen den Bodenprüflauf. Okay, weil dann mache ich mit nächster Woche, übernächste Woche mit den Piloten das aus, dass wir da einen Testflug machen, dass wir fix da alles fertig sind und dann eigentlich schon das nächste Wartungsereignis da wieder reinholen können, den nächsten Flieger. Hm. Also im Prinzip kann man aber sagen, also der Pilot fliegt nicht ohne Technik. Also wenn wir diese Flugzeuge nicht für den Piloten warten, hat der Pilot da vorne kein Flugzeug, also mit dem er fliegen kann. Also der Ablauf ist so, dass es eben vorne im Flugbetrieb, also gibt es Techniker, die dieses Flugzeug jeden Tag also überprüfen und dann in den Flugbetrieb übergeben. Wenn es wieder retour kommt, noch einmal ihre Checks, Kontrollen an dem Flugzeug durchführen, sollten dann irgendwelche Mängel oder Beanstandungen, so nennen wir das, also auftreten, dann wird das Flugzeug an die Technik übergeben und wir beheben dann diese Fehler an diesem Flugzeug und geben das dann also dann wieder repariert, also wieder zurück, also in den Flugbetrieb, wo dann dieser Kreislauf wieder von vorne beginnt. In einem anderen Hangar wird gerade an einer Pilatus PC-7 gearbeitet. Für jeden Fliegertyp gibt es eigene Flugzeugtechniker. Das Bundesheer bildet auch Lehrlinge aus, sowie Manuela und Marco. Die Lehre dauert 3,5 Jahre und unterteilt sich in die Bereiche Flugwerk, Triebwerk und Bordausrüstung. Bei mir war es ein naher Verwandter, der was mich dazu gebracht hat. Der hat 3 Jahre vor mir zum Lernen angefangen. Und der hat halt immer geschwärmt, war so super und so interessant. Und das ist wirklich was Besonderes, weil ein Flugzeug sieht man ja jetzt doch nicht jeden Tag. Und dann habe ich mir gedacht, ja, probiere es einmal, bewirbe ich mich. Und tatsächlich bin ich angekommen und dann habe ich eben zum Lernen angefangen. Wir beide fliegen privat, eben beim Verein gegenüber gleich. Und wir machen das halt hobbymäßig. Also, es war einfach so faszinierend, da jeden Tag Flugzeuge zu starten und zu landen sägen. Und dann denkt man sich immer, irgendwie wäre es schon cool, wenn man da selber einmal fliegen kann. Und dann haben wir uns entschieden, dass wir privat zum Fliegen anfangen. Machen wir noch schnell Fremdkörperkontrolle? Mhm, ja. Das ist ja ein Dopplerpunkt. Das heißt, du schaust zuerst hin und ich kontrolliere halt einmal. Also, ein Dopplerpunkt ist das bei uns, das ist die Vier-Augen-Kontrolle. Das heißt, bei so wichtigen Arbeiten, die was die Flugsicherheit beeinträchtigen, schauen bei uns immer 2 Leute drauf, die was mindestens die gleiche Qualifikation haben. Oder der was den anderen nachher doppelt, wie wir sagen, muss eine höhere oder gleichwertige Qualifikation mindestens haben. Also man weiß ja genau, da hängt ein Menschenleben dran. Ne? Oder 2 in dem Fall. Oder auch mehrere, wenn der Flieger irgendwo blöd drauf fällt. Das weiß man schon, ja, das ist einem schon bewusst und da denkt man immer dran. Und vor allem, wenn man seinen Wartschein, seinen ersten Wartschein kriegt und der Flieger geht nach der Wartung das erste Mal fliegen, also da ist man schon ein bisschen nervös, wenn man weiß, man hat jetzt an dem Luftfahrzeug gearbeitet. Hoffentlich kommt man wieder gut zurück und das merkt man schon. Es ist auch so üblich, nachdem man die Unterschrift gesetzt hat, dass man sich dann nochmal hinsetzt und nochmal genau durchgeht, was hat man jetzt alles gemacht, vielleicht eventuell Notizen machen, mitschreibt und eben das dann nach der Reihe abhakelt. Ist auch üblich. Ja. Der Flieger Horst Hinterstoißer in Zeltweg, einen Tag vor der Airpower 2019. Was für die Besucher die größte Flugshow Europas ist, ist für das österreichische Bundesheer ein Großeinsatz. Insgesamt sind über 4000 Soldaten aus den verschiedensten Bereichen im Einsatz. Am Tag vor der Veranstaltung finden Trainingsflüge statt, bei denen sich die Piloten auf ihre herausfordernden Vorführungen, die sogenannten Displays, vorbereiten. 20 Nationen nehmen teil.
Wir machen diese Kontrolle nach dem letzten Flug vom Tag, eine tägliche Kontrolle. Da wird alles angeschaut, kontrolliert und die Gelenke werden mit speziellem Fett geschmiert, dass wir für den nächsten Tag wieder einsatzbereit sind. Das braucht extrem viel Erfahrung und Angewöhnung eigentlich. Man sagt so 2 Saisons, also 2 Jahre braucht jeder Pilot in der Regel, bis er sich so richtig wohlfühlt eigentlich. Im Hubschrauber, in den Figuren, in der Gesamtheit des Displays. Und ab der 3. Saison eigentlich, kann man sagen, ist man so richtig angekommen und kann dann je weiter, je besser eigentlich das Spektrum ausfliegen. Und dann wird es auch elegant, schön, präzise, eindrücklich und dynamisch. Das Herausfordernde ist immer, wie man das so schön in der Küche immer sagt, so viele Köche verderben den Brei, so ist das auch in der Fliegerei. Ganz viele, die irgendwo sehr extrovertiert meistens sind, kommen da aufeinander und versuchen irgendwo ein Ziel aber wirklich und möglich zu machen. Und ja, das Zusammenspiel letztendlich des großen Orchesters, hätte ich mal gesagt, das ist schon eine Herausforderung. Wir kommen von der Royal Air Force in Großbritannien. Wir sind im Royal Air Force Valley stationiert. Das ist eine Kampfflugtrainingsbasis. Wir haben die Hawk T2 hier. Das ist unser Kampfflugtrainingsflugzeug. Also wir haben 2 Flugzeuge mit und wir sind zu viert und wir haben am Weg hierher Instrumenten Flugtraining gemacht. Nach Zeltweg zu kommen ist für uns eine gute Gelegenheit, Flüge in ausländischem Luftraum, im europäischen Luftraum zu planen und durchzuführen. Die Planung für die Großübung beginnt bereits 1 Jahr vorher. Im Tower findet das Management der Air Power statt. Die Vorführung der Fluggeräte heißt im Fachjargon Flying Display und muss heute vom Display-Direktor abgenommen werden. Wir schauen, ob die Sequenzen in Ordnung sind, die Mindestflughöhen, die Abstände vom Publikum. Wir haben zum Beispiel einen Monitor, der uns exakt darstellt, ob das Flugzeug auch die Sicherheitsabstände, die wir vorgeben, einhalten. Sicherheit hat höchste Priorität vor dem Show-Effekt. Und wir haben aber grundsätzlich keine Probleme. Also wir haben nur Profis da am Werk und es wird keiner absichtlich irgendwo gegen die Regeln verstoßen. Moment. Und ich sehe solche Mittel als Hilfestellung für den Piloten. Also es gibt ein Instant Feedback, so die sofortige Information. Also da kann ich zum Hörer greifen und ihm sagen, check Altitude zum Beispiel, um ihn hinzuweisen, dass er die Minimumhöhe vielleicht unterschritten hätte. In erster Linie eben auch als Unterstützung. Es gäbe natürlich die Möglichkeit, auch ein Display auszuschließen, wenn wiederholt Fehler passieren. Aber da haben wir grundsätzlich keine Probleme damit. Ja. Man muss sich wirklich überlegen, in welcher Reihenfolge macht man das. Dramaturgisch soll das natürlich auch Sinn machen. Also man kann nicht 3 Jets hintereinander bringen, sondern man muss das mixen mit Hubschrauber-Displays, mit Segelflugzeugen. Und da versucht man dann im Minutentakt das Ganze durchzuplanen. Das ist für uns natürlich eine große Übung, wo eben sehr viele Bedienstete des Bundesheeres beteiligt sind. Und jeder muss so seinen Teil dazu beitragen. Dazu gehört auch, für einen Notfall gewappnet zu sein. Am Gelände steht rund um die Uhr eine Notfallcrew bereit, die bei einem Absturz innerhalb weniger Minuten in der Luft sein muss. Ja, da sind wir jetzt bei einem von unseren 2 Transporthubschraubern. Und das ist der erste Hubschrauber, wo jetzt die Rette- und Bergekräfte um sind. Der Kommandant da dabei ist und der Heeresbergführer oben sitzt. 9 Personen mit Ausrüstung sitzen oben und wir haben natürlich das einsatzwahrscheinlichste Gerät mit, das was wir beim möglichen Flugzeugabsturz benötigen, um das nachher unmittelbar vor Ort zum Einsatz zu bringen. Da ist dabei ein Rette- und Bergesack zum Abtransport von verletzten Personen. Wir haben eine Korbtrage mit Vakuummatratze, natürlich Feuerlöscher zur Brandbekämpfung, dann ein Rettungskorsett zur Bergung von Verwundeten, inklusive Schaufeltrage. Zusätzlich hat der Bergführer noch einen Rucksack dabei, wo das notwendige Alpingerät drinnen ist. Der Einsatz muss ja nicht unbedingt irgendwo am freien Feld stattfinden, sondern eventuell auch im gebirgigen Gelände. Und falls dort Absicherungsmaßnahmen zu tätigen sind, hat er da genügend Alpinausrüstung, um das möglich zu machen. Die Belgian Air Force trainiert gerade ihr rund 10-minütiges Display. Die bergige Umgebung in Zeltweg stellt selbst erfahrene Militärpiloten vor eine Herausforderung. Auch weil die Displayflüge im Gegensatz zu den Manövern im Joballtag in geringerer Höhe durchgeführt werden.
Es war großartig. Schaut euch diese Kulisse an. Es ist wunderschön, das Wetter ist toll. Also es war ein Riesenspaß. Es ist ein großer Unterschied, weil ich hier akrobatische Manöver in niedriger Höhe mache und in der Nähe vom Publikum. Also es muss sicher für mich sein, aber es muss auch sicher für das Publikum sein und das braucht Training. Als Kampfpiloten sind wir es gewöhnt, diese Manöver im Luftkampf zu machen, aber in größerer Höhe. Also die Gefahr ist einfach die Nähe zum Boden und den Menschen und das muss bei den Drehungen trainiert werden. Am ersten Tag der Air Power müssen die Piloten aufgrund des regnerischen Wetters und der tiefen Wolkendecke einige letzte Anpassungen bei ihren Displays durchführen. Der Begeisterung des Publikums tut das aber keinen Abbruch. Einfach das Prickeln, einfach die Technik, die Piloten, einfach die faszinieren, wie die diese Flugzeuge so exakt steuern können. Das fasziniert mich einfach. Von klein auf schon begeistert von Flugzeugen. Ich habe den Traum eigentlich selber verfolgt. Ich habe bei der Fliegertauglichkeitstestung teilgenommen vom Bundesheer. Hat dann im letzten Moment doch nicht funktioniert. Aber ja, ich schaue es mir immer wieder gerne an. Halt. Das ist einfach geil, wenn du das im Körper spürst, wie der Jet da vorbeischießt und das prallt. Das taugt mir richtig und da ist es mir weiter wurscht. Dass so viele Leute da sind, das kann ich natürlich schon verstehen. Ich bin, bevor ich beim Bundesheer war, war ich auch da auf der Airbauer 2003 damals. Und das ist eine Faszination für einen jungen Buben, vor allem der, was ein bisschen Modellfliegen tut oder ein bisschen fliegerbegeistert ist. Das ist was Besonderes. Das nächste Mal bei Bundesheer im Einsatz. Auftrag Grenzüberwachung. In Nickelsdorf im Burgenland beziehen Rekruten für mehrere Wochen ihr Quartier und kontrollieren verschiedene Grenzübergänge nach Ungarn. Das ist halt das Tolle dabei, wenn man sagt, weiß, okay, ich stehe da nicht ohne Grund, sondern ich bin an meinem Posten, um wirklich zu helfen. Am Brenner in Tirol werden in der Nacht Züge von Bundesheer und Polizei kontrolliert, denn oft verstecken sich Flüchtlinge auf den Güterzügen. Wir schauen besonders darauf, ob von außen irgendwelche Veränderungen an den Zügen vorgenommen wurden. Sei es, dass bei einem LKW-Anhänger die Plane aufgeschlitzt wurde, seitlich oder am Dach.